für mich die beste Mannschaft dieses Jahr. Wichtiges Spiel gegen HSV. Jetzt können wieder alle reden, wie schlecht wir sind. In den sozialen Medien wird genug über uns gesprochen. Da ist es. Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freitagabendspiel gegen HSV. Ich bin gesund und munter. Kleine Delle am Kopf bekommen, am Dienstag kurz Knockout gewesen. 10 Sekunden, 15 Sekunden bewusstlos, aber alles halb so wild, habe ich gut überstanden. Aktuell ziehe ich die Scheiße irgendwie an, aber ich bin fit und gesund und munter. Und jetzt knallen wir uns schön, wie sich das gehört, Dönerberg in Rang. Also Freunde, pass auf. Stoßen mit alles. So Freunde, wir haben Chili Cheese Pumbes. Noch was? Er dreht hier auch schon komplett durch. Noch einmal Chili Cheese Pumbes. Heute knall ich mir auch eine. Ist doch so. Und? Geht's, Paganini? Hast du zwei Beine? Was ist das? Einen holländischen Dönerteller. Hatten wir das jemals? Henk knallt sich das jetzt rein. Also Freunde, vor dem Spiel, nach dem Spiel, geht zu Dönerberg und knallt euch die Dinger rein. Du hast das letzte vergessen. Ich hab jetzt schon Sabber im Maul, dass ich meine heilige 37er vergessen habe. Kannst du die vergessen? Wird sich jetzt reingeschrotet und dann sehen wir uns morgen. Ich kann nicht. Bibi, was ist mit dir, mein Schatz? Dann sehen wir uns morgen. Zum Spieltag gegen HSV. Jalla. Wunderschönen guten Morgen. Kalte Brise hier oben in Flens. Deswegen will ich heute gar nicht so viel reden. Matchday gegen HSV 2. Für mich die beste Mannschaft dieses Jahr. Also die spielerisch stärkste Mannschaft. Deswegen sehr, sehr schweres Spiel. Aber Freitagabend wird eine gute Kulisse da sein. Nur das Wetter spielt natürlich nicht so mit. Aber das sind die Spiele, die Bock machen. Fokus auf die Defensive heute. Nicht so viele Gegentore. Da bin ich da guter Dinge. Das hat uns in den letzten Wochen ein bisschen die Punkte gekostet, dass wir immer zu viele Dinger kassiert haben. Aber heute werden wir uns dagegen stemmen, werden ein gutes Spiel machen und hoffentlich die drei Punkte hier behalten. Jetzt geht's nach Hause, dann gibt's Frühstück und dann geht's ab. So, meine lieben Freunde, ich bin wieder zu Hause, hab mir ordentlich einen abgefroren. Jetzt gibt's Frühstück, Melonis, Ananas, Ingwer-Shot. Ingwer-Shot, wichtig und richtig bei der Jahreszeit. Knallt's euch rein, euer Immunsystem ist das Wichtigste. Dazu Big Cup of Coffee und Freunde, ganzen Tag über viel trinken. Viel trinken, viel trinken, viel trinken. Die Pipi muss durchsichtig sein. Dann habt ihr alles erreicht. Knall ich mir jetzt rein, guck mir noch ein paar Videos an zu HSV. Dann muss ich noch ins Büro was abholen. Lynn hat morgen Geburtstag, muss ich auch noch einige Sachen vorbereiten. Also strammer Terminplan bis zum Spiel, aber ihr seid dabei. Was machst du da? Ich wollte noch gucken, was du da machst. Ich mache mir Nudeln. Echt? 3 Stunden vorm Spiel gibt's Nudeln. Echt? Das ist nichts Neues für dich, oder? 3 Stunden? Mhm. 3 Stunden? Warum eigentlich 3? Weil es ist. Oder weil es meine Lieblingszahl ist. Boah, spooky. Zitane. Ja, du zitter mal nicht. Was machst du da Käse drauf? Harzer Hartkäse. Mhm. Du siehst aus wie ein Penner gerade. Zack. Deine Haare. Ich war gerade kurz im Bett. Ich hab Podcast einfach mal Lücken gemacht. Jetzt, das sind 2 Crispy Sticks. Vegane Crispy Sticks, die mir in der 85. Minute, aha, die sich hier reinzwirbeln, damit man keinen Krampf kriegt. Damit du einer richtig wie so Chicken-Hähnchen richtig sprinten kannst. Das Ding kommt so richtig. Gehst du rudern? Heute gehe ich rudern. Wenn du es vergisst, was dann? Ja, ich will es gar nicht aussprechen. Kostet. Also langsam müsste es was kosten, bin ich ehrlich. Jam, jam, jam. Schmeißen wir das jetzt in den Rachen und dann fahren wir um 4:45 los zum Spiel. Vamos! Heute denke ich dran, Freunde. Heute rudern wir. Aufpumpen für die Umwelt. Heute gegen Farbe schon damit. Ist sehr gut, Digga. Also, Freunde, wir sehen uns gleich von unterwegs. So, Freunde, es geht los. Wichtiges Spiel gegen HSV. Ich habe es anfangs schon gesagt, für mich mit die stärkste Mannschaft die Saison. Eigentlich gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Nur halt jetzt dieses eine Jahr Erfahrung, was jeder Spieler mehr hat. Deswegen schwere Aufgabe, aber ich bin bereit. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ich darf spielen, aber ich glaube, ich werde spielen. Und ja, wichtig, Fokus auf die Defensive. Vielleicht machen wir heute mal defensiv einen soliden Job und dann werden wir auch gewinnen. Also, jetzt geht's ab. Ich muss noch eine Torte abholen für Lynn. Morgen Geburtstag. Und dann geht's zum Stadion. Und dann holen wir uns 3 Punkte. Vamos. Ladies and Gentlemen, it's match day. Let's go!
heute 5-2 oder 6-3 gewinnen müssen. Sehr unglücklich wieder gelaufen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Jetzt, die Dinger gehen an Pfosten und rein, bei uns gehen sie nicht rein, weil wir schießen Tor, dann aus 2-3 Meter, springen am Ball vorbei. Aber wir sind gut zurückgekommen nach 0-3, ich glaube, es hat keiner gedacht. Jetzt können wieder alle reden, wie schlecht wir sind. Ich bin gespannt, die ganzen Nachrichten zu lesen, aber wir machen weiter. Das darf sich aus der Ruhe bringen lassen. Willst du was sagen, die? Ist doch mal ein Snickers. So husten. Morgen bin ich krank, wegen euch allen. Vegane Hühnchen für vegane Hühnchen. Ey, ich muss bei dir an. Hast du Soße? Du wirst schneiden, Beliff. Darf ich dir rauspokeln? Dieser Kirsch ist, Alter. Hey, hast du Tzatziki oder Sour Cream? Hast du Tzatziki bestellt? Nee. Tzatziki? Tzatziki. Zell. Du leuchtest. Keine Kalorien. Wenn es danach geht, muss ich Steine lutschen. Ich glaube auch, ne? Würde besser sein. So, Freunde, ich habe mal wieder gespielt. Deswegen gibt es eine knackige Analyse. Einige haben ja gesagt, ich laufe nicht so viel im Spiel oder wir laufen nicht so viel im Spiel. Hier habe ich einen kleinen Beweis, dass es anders ist. Ich habe wieder über 12 Kilometer gemacht gestern. 83 Power, 1053 Sprintdistanz und eine kleine Rennstrecke, worüber ich natürlich nichts sagen will. Ist nichts Neues, aber 30 km haben wir geknackt und jetzt müssen wir uns eigentlich mal ein neues Ziel setzen. Heatmap, kurz gut zu erkennen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, war wieder ein sehr intensives Spiel, wie immer gegen spielerisch starke Mannschaften. HSV 2 war eigentlich, also ich habe sie stärker eingeschätzt, aber sie haben es halt sehr effektiv gespielt und ich glaube, wir haben gestern ein recht gutes Spiel gemacht, haben uns aber nicht belohnt, zu viele Chancen liegen lassen und mal wieder selbst geschlagen, wie schon öfter in der Saison. So viel will ich aber auch nicht sagen, denn in den sozialen Medien wird genug über uns gesprochen. Und da weiß sowieso immer jeder besser. Aber wir nehmen das Positive irgendwie mit. Denn nächste Woche geht es gegen den Tabellenletzten. Und ich glaube, da braucht man nichts zu sagen. Da müssen wir gewinnen. Und ich hoffe, ihr seid natürlich dabei. Deswegen lasst gerne ein Like auf dieses Video da. Abonniert den Kanal kostenlos. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder ein Heimspiel gegen Kickers Emden. Und wir gehen jetzt Geburtstag feiern. Ciao. Darf ich noch was sagen? Was denn? Findest du es gut, wenn man immer einzelne Spieler im Netz beleidigt? Die haben nicht verstanden, dass es Mannschaftssport ist, oder? Ich will dazu nichts sagen. Ich will mich eigentlich damit nicht beschäftigen, auch wenn jetzt mein Name mal gefallen ist. Sollen sie machen, wie sie wollen. Vielleicht haben sie zu Hause nichts zu tun. Das Ding ist, ich glaube, muss es einmal raus. Du hast eben auch was gesagt. Was? Dass wenn Leute zu dir kommen, dass du die erste Halbzeit verschläfst. Als ob du sagst, du tust es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich nehme mich ja nicht raus. Ich nehme mich ja nicht raus und sage, dass ich irgendwie check nicht, warum man besser bin als die anderen aus der Mannschaft. Das macht man nicht. Ich checke immer nicht, warum man dann rumtreten muss. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Schwierige Situation. Aber Freunde, ich sag's euch, wir kommen wieder. Und wie fühlst du dich jetzt vor dem nächsten Spiel? Dazu noch ein Statement. Wir haben gut gespielt. Deswegen brauchen wir uns nicht schlecht fühlen. Klar, wir haben uns das alle anders vorgestellt. Wir wollen bessere Ergebnisse. Wir wollen auf jeden Fall nichts da im Mittelfeld zu tun haben. Aber es ist halt jetzt so. Der Ball geht an Pfosten und rein, bei uns geht der an Pfosten und raus, weil wir treffen gar nicht das Tor, obwohl wir viel bessere Chancen haben, aber die Situation ist jetzt so, jammern hat noch nie geholfen. Daran sieht man wieder, dass viele Zuschauer keine Ahnung von Fußball haben. Wie oft sage ich zu dir, das Spiel war so schlecht und du sagst, es war richtig gut? Ich sage noch eine Sache, drauftreten ist immer sehr einfach, gerade im Internet, aber ja. Das wird uns nicht beschäftigen, also mich interessiert es sowieso nicht. Ich mache einfach weiter, wir machen weiter und nächste Woche wird gewonnen. Vamos.